Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu Let's Play Taifu, die Rache des Tigers. Wir befinden uns jetzt in den Bergpässen und, oh Gott, was ist das? Ich denke, dieser Typ wird wahrscheinlich ein Bossgegner sein. Mr. Piggy Ganon himself oder so. Warum geht man eigentlich immer davon aus, dass Warzenschweine böse sind in solchen Dingern? Okay. Wo bin ich jetzt gelandet? Ei. Okay. Okay. Oh, ist doch in Ordnung. Okay, scheinbar braucht man hier echt einen anderen taktischen Approach. Okay, so, komm hier. Was findest du so lustig, hä, Schweinemann? Oh. What the fuck? Das ist nicht gut. Scheiße. Okay. Okay. Ja. Mach du mal. Wie soll ich das denn jetzt bitte machen? Der hat seine Gesundheit wieder regeneriert, der Sack. Au. MG Punches! Monkey Todestechnik! Okay, der Typ ist nervig. Den mag ich nicht als Boss. Okay, hopp. Ausgewichen. Nicht gut ausgewichen. Komm, wir können ihn besiegen. Okay, ausweichen. Können es schaffen. Habe ich ihn jetzt besiegt oder kommt noch eine dritte Form? Wann geht's endlich los? Ja gut, oder man kann sich auch mit dem Kopf seiner Statuengottheit zerquetschen. Ich weiß zwar nicht, warum man das tun sollte. Und...
Okay. Moment, wofür habe ich denn jetzt dann die Energie bekommen? Oh nein, muss ich da jetzt wirklich rüberspringen? Okay, also jumpen. Was hat er denn jetzt gebracht, Tom? Okay. Das ist jetzt gerade irgendwie unpraktisch. Musste ich denn da noch mal lang? Ach, Leute, was wollt ihr denn jetzt von mir? Okay, hopp. Ach, man schafft den Sprung. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass man diesen Sprung schafft. Level. Okay, in jedem Level musste man eine Münze einsammeln. Nur in diesem Level musste man keine Münze einsammeln. Das ist jetzt irgendwie... Weiß nicht. Befreit von Logik. Hätte man vielleicht nicht daran springen sollen. Okay. Dann weiß ich aber wenigstens, wo ich lang muss, so circa. Die Musik hört sich irgendwie so, als ob jemand rumschreit. So. Hopp. Vorsichtig. Das ist natürlich ein Problem, wenn du ein Spiel hast, was öfters mal so optische Glitches hat, dass du nicht weißt, wo du hinspringen musst. Und dann kommen so Dinger, wo du so präzise springen musst. Nein! Okay. Okay. That's fucking horse shit. Crap! Ich mag Crepe. Ich mag Crepe. Das hat zwar jetzt nicht viel damit zu tun, aber ich mag Crepe. Das Problem ist, man kann die sich zwar selber machen, aber das kann man irgendwie nie so gut, als wenn man die Dinger fertig kauft. Wir hatten bei uns in der Gegend ein Crepe-Haus. Das hat aber irgendwie leider nicht so wirklich angeschlagen. Genauso wie die ganzen Bubble-Tea-Dinger, die es ja dann eine Zeit lang gab. Bubble-Tea war schon immer widerlich. Nein, nein. Ach komm schon, ich war an der Kante dran. Kann ja nicht euer fucking Ernst sein. Ich hab vergessen, extrem präzise Jump'n'Run-Passagen sind ja so spaßig. Herr im Himmel. Jumpen. So. Vorsichtig.
Das gibt's doch nicht. Dieser... Wie weit soll ich denn noch warten, bis ich diesen verdammten Sprung mache? Dann komme ich nicht mehr hoch genug. Das ist doch mal kompletter Bullshit. Ja gut, so funktioniert es anscheinend auch. Interessant. Mann! An der Stelle beende ich diesen Part. Ich danke vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zur nächsten Folge. Ciao.